schon gesehen, aber ich finde, das Auto hat es verdient, dass auch wir ein Video darüber machen. Deswegen, ich würde sagen, vorne ab, wir steigen direkt damit ein. Johannes, guten Tag. Ich habe das Video angefangen und habe gesagt, das ist auf jeden Fall mein Highlight der Messe. Ja. Wirst du von vielen gehört haben, mit Sicherheit. Das haben schon ein paar gesagt. Weil man muss schon sagen, also ihr habt es auf jeden Fall 100% bekommen, wie ein Auto perfekt polarisieren kann. Das kann man so sagen. Nee, muss man einfach so, also auch jetzt so am Endeffekt die Kombination aus der Farbe und einfach alles. Es ist einfach, also so viele Leute haben mich darauf angesprochen, wie perfekt das Auto einfach ist. Da muss man wirklich nochmal Neid und Lob und Anerkennung alles in einem einmal kurz aussprechen. Dankeschön. Weil das ist wirklich krass. Wenn ich noch überlege, vorhin ist es ja gar nicht so lange her, dass ich bei euch war. Ja. Wie lange ist das her? Ein Jahr, halbes Jahr, dreiviertel Jahr? So in dem Dreh? Also insgesamt hat die ganze Party hier 1,5 Jahre gedauert. Ja, überleg mal. Ja. In 1,5 Jahren ein ganzes Auto gebaut. Ne? Ja. So, und jetzt kommt ja auch noch dazu, was, also das Ganze fing ja an, ihr habt eigentlich einen Capri gekauft. Genau. So, da ist aber eigentlich ja nichts mehr von über. Außer also, wir wollten eigentlich ein Fahrzeug haben, was sehr selten ist in der Szene, und das ist ein Capri MK3 gewesen. Gell? Da gab es ein Kit für. Wir haben gedacht, okay, wir holen das Auto, wir holen ein Kit, machen das Ding ein bisschen tief, machen da eine große Maschine rein und dann haben wir ein geiles Auto. Mhm. Aber weit gefehlt, das ging halt mit der Originalkarosserie nicht, weil du das Auto gar nicht so tief legen konntest, wie das Originalauto eigentlich war. Und haben uns dann im Nachgang eigentlich erst mit der Thematik Ford Capri MK5 beschäftigt und haben dann festgestellt, dass das Ding auf dem Rohrrahmen gebaut worden ist. Gell? Und das ist natürlich auch immer für uns, dass wir da ungern aufgeben, und haben uns dann halt der Sache angenommen. Ja. Danke. Also ich kann wirklich nur, also man weiß auch gar nicht so, wo man immer als erstes hingucken soll bei dem Auto, ne? Ja. Weil es ist eigentlich, jedes Teil ist ja irgendwie besonders. Was von dem Breitbau-Kit ist jetzt wirklich noch unangetastet? Gar nichts, alles irgendwie. Es ist alles irgendwie modifiziert. Also es kam, geliefert kamen beide Kotflügel und die Frontmaske einzeln. Also die hätten wir irgendwie auch einzeln lassen können, hätten das irgendwie so bauen können, dass das hier verschraubbar ist. Sah für die Optik allerdings cooler aus, wenn es ein Teil ist. Und mal angenommen, es kommt mal zu einem Renneinsatz, ist man auch schneller dabei. Was man natürlich noch hoffen, gell? Dass man die komplette Front dann in einem Step einfach schnell abnehmen kann und kann dann keine Ahnung was treiben. Aber ihr wollt das Ding wirklich richtig fahren? So fahren, fahren, fahren? Wenn das möglich ist, dass du uns immer auf dem Blitzerwerk einlädst oder so, wollen wir das Ding auf jeden Fall auch mal irgendwie... Weil überleg mal, wenn da irgendwie irgendwo was mit passiert, so ungefähr, ne? Ja, das stimmt schon. Also man muss sich dann natürlich an so ein selbstgebautes Auto erstmal irgendwie rantasten, gell? Das ist schon, ganz klar. Auch gerade am Schleizer Dreieck, wo wir das erste Video gemacht haben, wo wir damit gefahren sind, da haben wir uns daran getestet. Da musst du dich auch erstmal so ein bisschen an die Geräusche da drin gewöhnen. Aber wenn du merkst, okay, ich bin jetzt noch schneller in die Kurve gefahren und noch schneller und noch schneller, hast du auch irgendwann ein Gefühl dafür und denkst dir, Alter, krass, wie das Ding auf der Strecke eigentlich klebt. Aber die Gewichtsverteilung von vorne nach hinten, von Achse zu Achse, ist fast 50%. Gell? Also das ist schon mega geworden. Was wiegt das Auto, so wie jetzt hier steht? Auf dem Gramm genau 1300 Kilo. 1300. Obwohl es ein Stahlrahmen ist. Gell? Das Originalfahrzeug hat irgendwas um die 850 gehabt mit einem Alurahmen. Ja, klar. Das hat jetzt halt Stahlrahmen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, der fette Motor, ne? Genau. Das ist ja schon auch alles Gewicht und auch die ganzen Teile, ne? Das wird jetzt ja auch nicht absoluter Leichtbau sein, ne? Sondern es stand ja schon Optik, also mehr. Schon Fläche reingebracht mit Spachtelmaße, gell? Muss man ganz klar sagen. Ja. Aber geil. Auch so wie die Auspuffanlagen. Ja. Wie oft habt ihr euch das so angeguckt, dass das genau so sitzt? Ja, das hat natürlich ein bisschen gedauert, um das Auspuffrohr dann dementsprechend auszurichten. Selbst beim Schweißen verzieht sich ja das nochmal minimal. Da musst du dann nochmal einschneiden, nochmal nachjustieren und so. Und das ist schon gut, dass das alles so passt. Krass. Auch hier die ganzen Sachen jetzt von der Kit-Erweiterung. Ja, das Original-Kit hat ja hier normalerweise eine Auspuffaussparung. Mhm. Und so. Mhm. Die kompletten Schweller, die sind alle aus Metall selbst gebaut und laminiert. Dass das dann auch harmoniert hier vorne mit dem Kotflügel, dass das hier so aufgeschoben ist und so. Ja. Da stecken halt so viele kleine Details drin, die eigentlich ein Laie gar nicht sieht oder so greifen kann, wie viel Arbeit da drin eigentlich steckt. Ja, vor allem, ich glaube auch, dass es das, was so krass überzeugt, ist halt das Gesamtkonzept. Also das so, weißt du, so dann auch noch die Farbe, dann die Aufkleber, die Folierung und so weiter, ne? Das ist schon ziemlich alles on point. Räder finde ich ultra geil. Das muss man meinem Kollegen lassen. Er hat sich da bei der Farbe diesmal durchgesetzt. Ich bin ja eigentlich so ein Freund von Schwarz. Ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben. Man muss tatsächlich auch sagen, dass das Auto schon einmal komplett schwarz glanz lackiert war.
es aber einfach nicht vom Kontrast her gewirkt hat. Ach, ich krass. Und dann haben wir uns dann für das Formel 1 Aston Martin Grün entschieden, was die perfekte Wahl war natürlich. Ja, klar, voll geil. Ja. Nee, nee. Und das ist 18? 17 Zoll. Das ist 17? Ja. Ach, nicht aus. Krass. Aber Zielgröße. 17 Zoll und hinten 20 Zoll. Das Original hat er vorne 16 gehabt und hinten 19. Aber einen 20 Zoll Slick zu kriegen, ist schon auch nicht so einfach, oder? Das war eine Tortur. Also wir haben wirklich weltweit gesucht. In der Schweiz gab es da noch eine Firma, die die 6 Reifen lagernd hatte. Und die 6 Reifen haben wir dann auch komplett gekauft. Also man weiß ja nie, ne? Ob man noch ein paar mehr braucht. Das sind die einzigen, die es noch gibt, weil die werden nicht mehr hergestellt von Yokohama. Weißt du, wofür die mal waren? Also ein Nissan GTR. Ah, stimmt, ja. GTR. Ja, krass, Alter. Einfach ein ganzes Auto selber gebaut. Vor allem auch ja. So, dass aber schon durchgezogen, so mit Mitteltunnel und Alu. Ist natürlich auch 10-mal mehr Aufwand, als wenn das irgendwie. Das stimmt, auch irgendwie aus Stahl oder so gemacht. Das verzieht sich sehr stark, gell? Und das dann alles so passgenau hinzukriegen, dass dann auch diese ganzen tausenden kleinen Schrauben alle passen, das war schon ganz schön aufwendig. Was denkst du grob oder wisst ihr, wie viele Stunden ungefähr reingegangen sind? Ich würde jetzt mal sagen, dass wir mit ein bis zwei Mann so ein Jahr fast am Stück dran waren. Wir haben zwischendurch immer noch mal so ein paar kleinere andere Projekte gemacht, aber hauptsächlich waren wir dann wirklich nur in dem Auto dran. Ja. Gibt es irgendeine Stelle, die euch nicht gefällt, wo ihr sagt, da hätten wir noch was geiler machen können? Oder ist so, meistens gibt ja so Sachen, die baut man und man weiß gleich, das ist für immer gebaut, das ist genau geil. Und so manche Sachen gibt, wo man nachgehen sagt, ah, ich muss tatsächlich hier, ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie wenig wir eigentlich nochmal neu bauen mussten. Also wir hatten einmal das Problem, dass wir die B-Säule gegenseitig abgestützt haben. Also wir haben einfach ein Rohr von rechts nach links durchgezogen, hatten dann überhaupt keinen Platz mehr für die Sitze. Für Sitze, ja. Deswegen haben wir das dann nochmal rausgetrennt, sind dann hier quasi diese Kurve gefahren. Und ein oder zwei Bleche waren noch ziemlich tricky. Was auch schwierig war, war diese Spritzwand vorne einzubauen mit Pedalerie, Lenksäule, wo die durchgeführt wird. Generell alle Anordnung von den ganzen Bauteilen war halt so schwierig zu konstruieren und zu bauen, dass hier nicht irgendwann mal irgendwo im Weg ist. Gell? Jetzt, wo hier auch das ganze Auto steht, realisiert man auch gar nicht mehr, dass ihr diesen ganzen Rahmen dafür auch gebaut habt. Weißt du, ja. Das ist jetzt mit Häuschen drauf und mit allem und verkleidet. Ja. Ja. Wenn da viele denken, nee, das ist einfach nur Bodykit an den Capri ran. Also ne? Wir haben wirklich mit Bildern angefangen von diesem Originalrahmen, haben uns als allererstes eine große Holzplatte gekauft, die auf eine Richtbank draufgeschnallt, dass die wirklich kerzengerade war. Und wir haben dann den Unterkonstruktionsrahmen nur anhand von Bildern zusammengeschweißt, dann das Auto draufgesetzt und dann quasi in der originalen Karosserie quasi die Zelle gebaut auf diesen Rohrrahmen. Wie, habt ihr schon mal eine Vermessung gemacht? Logischerweise bestimmt, ja. Und passt auch alles, passt weit? Passt auch alles, ja. Krass. Was auch ziemlich schwierig war, aufgrund der unterschiedlichen Zollgrößen, hinten 20 Zoll, vorne 17 Zoll, die Position der Achsen, also dass die hintere Achse viel höher sein muss als die vordere Achse, damit das Auto im Endeffekt auch komplett kerzengerade steht, gell? Ah, verstehe. Also das ist schon ziemlich schwierig gewesen, dass das dann alles so... Das heißt, die eigentliche Hinterachse muss viel höher sitzen als die Vorderachse, weil das Rad so viel größer ist. Genau. Mhm. Und aufgrund der Platzprobleme dann halt auch, weil der Reifen hier ziemlich knapp oben im Kupflügel dann auch steht und so, haben wir uns dann auch für ein Pushrod-System entschieden, gell? Dass du dann halt innen mehr Platz hast. Mal eben kurz auf Pushrod gebaut. Mal eben kurz, ja genau. Aber ist das jetzt hier Messetief oder würdet ihr ihn auch so fahren? So kannst du den auch fahren, ja. Also der hat genug Freiraum, dass der sich da schön bewegen kann. Krank. Und auch, das ist auch groß, das Auto jetzt in Summe, ne? Ja, das ist schon. So, sorry, da verließ uns gerade der Rekorder. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem normalen Mikrofon arbeiten, weil irgendwie der Akku leer ist. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr schreien. Eine Sache muss ich euch zeigen. Pass auf, Nico, wir drehen uns mal oben. Ja, also wenn du von da so reinfilmst, die Perspektive, ist einfach nur geil. Ja, mega. Der war aber so krass geradlinig, eckig war auch damals. Also von der Proportion her sollte er schon so original sein, ja. Mhm, also das ist das originale Kit. Es gibt tatsächlich noch ein Nachbau-Kit, also für das Originalauto. Dann siehst du auch die Radlaufausschnitte vorne über dem Kotflügel. Die sind dann wesentlich höher. Also das ist wirklich das flache, originale Kit. Wir waren stehen geblieben, du hattest erzählt, wie ihr den verlängert habt, ne? Also Heckpfanne. Also du warst ja damals selbst dabei mit Mike, als wir die Originalseitenteile angeklebt haben. Haben das Heck dann getrennt. Das neue Heck dann selbst laminiert und dann hier quasi anlaminiert, um dem Auto eine neue Form zu geben. Da sieht man auch mal die Ausmaße.
die Heckklappe hier geht ja normalerweise einfach original hinten runter. Selbst die Heckklappe musste hier eingekürzt werden. Wir mussten hier Spaltmaße bauen mit Druckknopf, Öffnung und so weiter und so fort, damit halt wirklich die Optik so gegeben ist, wie sie jetzt ist. Und die Lufteinlässe sind für Kühler? Sind für die unteren Bremsen. Ah, für Bremse, okay. Ja. Original hat er die Kühler ja vorne, also hinten in den Radläufen gehabt. Deswegen hat er ja eigentlich auch einen Ausschnitt gehabt im hinteren Seitenteil. Da wir jetzt auch keine Kühler mehr da drin haben, haben wir den Ausschnitt aber einfach zugelassen. Stimmt, ihr habt den Kühler vorne drin so liegen. Ne? Genau. Krass. Das ist übrigens von dir. Dankeschön, Philipp. Ja, dafür. Hauptsache funktioniert. Ja. Und dann haben wir mal dezent einen Diffusor gebaut hier. Ja, auch sowas ist halt einfach alles krank, ne? Also, das ist ja schon eigentlich so ein richtiges Designauto geworden, ne? Ja. Kann man ja schon irgendwie sagen. Die Lampe, wie habt ihr die gebaut? Die ist auch komplett selbst gebaut. Also wir haben da quasi ein U-Stahlprofil genommen. Also das ist ein U, gell? Das geht nicht rum. Haben dann quasi hier so Rohrwinkel angeschmeißt, um die Rundung hinzubringen jeweils. Und dann war das wie so eine Art Form. Das heißt, wir haben dann diesen Kasten innen drin weiß auslackiert, haben das dann mit COB beklebt rundherum einmal. Also die strahlen jetzt nicht nach hinten raus, sondern die strahlen einmal nach unten und einmal nach oben. Und haben das Ganze dann letztendlich nochmal von oben rot lasiert. Nachdem wir das mit Harz ausgeworfen haben. Was für ein Aufwand alleine nur für so ein, ne? Das war schon echt gut. Aber es ist dann schön zu sehen, wenn du da wirklich ein paar Tage an so einer Rückleuchte dran warst und so ein Teil dann montierst und das erste Mal zum Leuchten bringst und so, ist schon phänomenal, gell? Generell jedes Teil, was du irgendwie gebaut hast und dran gebaut hast und das dann wachsen sehen hast. Ja, also man steht wirklich davor und schaut. Wäre auch eigentlich so ein Auto, was garantiert in Amerika auch krass ankommen würde, ne? Auf jeden Fall, ja. Also wir haben auch tatsächlich in unserer Community, fast schon stark gemerkt, sehr viel amerikanischen Zuwachs bekommen, weil die das halt absolut feiern und das krasse Umbauten. Ja. Geil. Was habt ihr mit dem Auto noch vor? Also du sagtest ja ein bisschen fahren, also schon wirklich so. Also wir sind ja jetzt erst zu Ende des Jahres damit fertig geworden. Wir waren jetzt auf verschiedenen Veranstaltungen und hatten jetzt noch nicht so die Möglichkeit, das wirklich mal irgendwie auf einer Rennstrecke zu testen. Auf jeden Fall ist das fürs Frühjahr das Ziel, mit dem Auto das erste Mal irgendwo auf einer Strecke zu fahren. Weil das Problem ist, Straßenzulassung logischerweise keine. Absolut. Weil hat ja keine, wahrscheinlich nicht mal eine Fahrgestellnummer das Ding. Nee. Ne? Only for race. Wir könnten die Originale reinmachen wieder, ja. aber ich denke auch, auf der Rennstrecke ist das schon geiler. Ne? Ja. Wollt ihr irgendwie so klare Folie drüber machen oder scheiß drauf zur Not, wenn es ein paar Steinschläge gibt, nochmal neu lackiert irgendwann? Wenn es passiert, wird es nochmal neu lackiert. Also da, das Ding wird jetzt nicht irgendwie geschützt, das soll wirklich aber bewegt werden. Das war meine Einstellung früher auch immer. Ich habe auch immer gesagt, scheiß drauf, lackiere ich neu so ungefähr, ne? Als da jetzt eine Folie rüber zu ziehen. Man macht es sich ja im Endeffekt auch schön, das Auto, damit man dann auch selber was davon hat, als das jetzt hier zu verkleiden und Hauptsache da kommt kein Kratzerchen dran oder so. Ja. Einfach nur geil. Könnten wir jetzt noch stundenlang drüber philosophieren über jedes Detail. Ich würde sagen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Lasst den Jungs auf jeden Fall ein bisschen Liebe auf dem Kanal da, weil es gibt wirklich jedes Teil, jedes Video, alles eigentlich abgefilmt. Nachbauanleitung ist quasi online. Genau, auf Holy Hall bei YouTube, Freunde. Ja. Guckt euch das da an. Messe ist vorbei. Ihr nehmt das Auto wieder mit jetzt logischerweise. Genau. Geil. Nee, also wirklich für mich für mich das beste Auto auf der Messe definitiv, weil es ist halt nicht nur technisch gebaut, sondern ich finde so extrem beeindruckend halt auch der Gehirnschmalz dahinter, dass einfach jedes Teil ein besonderes Teil ist. Deswegen. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.